Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Cataclysm Dark Days Ahead. Während ich draußen war, also vor der Tür, um den Tilt-Soil-Makro auszuprobieren, ist unser liebe Ed hier doch ein bisschen müde geworden. Was mir jetzt gerade nur so mehr oder minder in den Kram passt, weil ansonsten hätten wir jetzt eigentlich gelesen, bis morgen ist, um dann das ganze Kram zu machen. Aber gut, dann schlafen wir jetzt schon. Das heißt jetzt schon, es ist halb vier. Also fast halb vier. Gut, dann werden wir jetzt hier uns mal ins Bettchen legen. Sonne scheint, wir sind hungrig und durstig. Es ist gerade comfortable. Gut. Your stomach groggles. It's probably nothing, but maybe you should look into eating something healthy. Ja, wir haben das Problem wieder. Das heißt also, wir werden jetzt auch hier uns ein Vitaminpilchen geben. Werden noch mal kurz gucken. Scrambled Eggs sind zwar nicht so wirklich das Healthieste, was wir jetzt so finden können. Allerdings besser als Dirty Water. Gut. Unser Speed ist auch mittlerweile in einem sehr akzeptablen Bereich. Wir haben jetzt vier Wasser hier. Haben hier auch vier Wasser. Sehr schön. Gut, 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 gut. Denn ich glaube, wir haben ja nur... Wir haben ja... Wartfindungsstörung, C fix. Wir haben ja waterproof Klamotten an. Das heißt also, wir könnten, glaube ich, sogar im Regen arbeiten. Gut, dann probieren wir auch mal den Makro gleich aus. Gut, und es ist sogar angenehm. So. Your torso getting warm. Können wir auch gleich gucken. Hot. Mhm. Gut, es ist uns zu warm. Anstatt zu nass. Gut, wir können auf jeden Fall, das hat einen Beweis erbracht, dass wir in der Lage sind, dass wir im Regen arbeiten können. Warmth 5. Ja, Rain Jacket, Raincoat, Army Jacket, Raincoat. Test Pockets, could be refitted. Ja, wir haben ein kleines Problemchen mit unseren Army-Klamotten. An sich jetzt nur mäßig ein Problem. Aber gut, lassen wir das jetzt erst einmal so im Raum stehen. Gut. Verdammt, ich habe jetzt vergessen nachzugucken, wie man die Bionics macht. Also wie man die implantiert. Die muss ich mir noch näher angucken. Ich muss ja dazu sagen, selbst Bionics sich einzufügen, ist immer eine verdammt risky Angelegenheit. Lass da mal was schief gehen und dir fehlt ein Auge. Wie in unserem Fall. Da wir eine Augen auch gefunden haben. Daher, gut, was wir aber jetzt noch mal gucken könnten, vielleicht 77% Batterie. Könnten wir schon was installieren? Was würde das uns bringen? Flashlight. Headlights. Wir könnten Headlights montieren. Würde Mechanic Skill 1 bringen. Okay. Viele Sachen, die wir an unserem Auto noch machen könnten. An sich interessante Sachen. Allerdings... Nicht direkt, was wir brauchen. Stereo System... Remove? Können wir schon was removen? Ist auch Mechanic Skill. Car Horn. Screwdriver haben wir theoretisch. Security Rissen. Wrench and a Hacksaw. Ja, haben wir das Hacksaw-Problem. Screwdriver. Haben wir. Hacksaw. Screwdriver. Seatbelt. Lassen wir lieber mal an. Weil es müssen wir ja nicht übertreiben. Recycling Seat. Da ist noch was dran. Klar, das Seatbelt. Okay. Also insofern können wir da jetzt erstmal nichts machen. Schade. Was aber für uns jetzt heischt, das Zombie Child. Ah ja, hier. Dass wir jetzt vielleicht noch ein bisschen scouten gehen, weil ich möchte gerne doch ein bisschen wieder Action haben. Dazu werden wir aber erst einmal ein bisschen werkzeuglos werden, weil wir brauchen nicht alles. Zum Beispiel die Axt. Warum liegt da eigentlich Shotgun Hull?
Was ist das? Improved Lockpick. Ach genau, ja. Hm. Die nehmen wir auch wieder mit. Und Drop Item. Stone Axe. Shovel. Ich glaube ja, dass wir in der Richtung, wo ich hingehen wollen würde, wieder die Shovel brauchen könnten. Daher lassen wir das Ganze. Dann nehmen wir sie mal mit. Wir grabben mal unseren Einkaufswagen. Und begeben uns mal in die Richtung. Und zwar, ich möchte nämlich hier ein bisschen bei den Militärzeugs herumgucken. Wer weiß, was wir da finden. So, Safe Mode on. Und die könnten eigentlich Steine wieder mitnehmen. Ah, ne, lassen wir das mal. Lassen wir das Ganze mit den Steinen erstmal. Mit den Construction Skill, da müssen wir jetzt demnächst auch noch ein bisschen dran arbeiten. Weil ich will jetzt den Charcoal Kiln endlich machen. Dazu brauchen wir aber mehr Construction Skills. Und mit den Steinen dürften das jetzt langsam gehen. Waren wir da unten schon drin? Da bin ich mir jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Gut, lassen wir das hier mal los. Hauen das Fenster mal ein. Und gehen mal runter. Hier ist Wasser. Ich glaube nicht, dass wir hier drin waren. Flashlight. Activate. Doch. Oder? Nee. Nee, hier waren wir nicht drin. Bin mir ziemlich sicher. Okay, sehr interessant. 2x4s. Ich nehme an, dass das wieder so ein Ofen ist. Legen wir das Ganze mal beiseite. 2x4s. Wood Stove. Okay. Plantium Corps. Also, ich sind garantiert hier noch nicht gewesen. Das, die M240 hätte ich gesehen. Okay, nehmen wir mal mit. Sie ist in einem beschissenen Zustand, aber. Hm. Ist sonst noch irgendwas Interessantes dabei? Außer dein Fleisch? Pilos? Was ist das? Bolt Turning. Mhm. Bolt Cutter haben wir auch schon. Haben wir schon. Interessant, hier liegt Zeug. Saline Solution. Pocket Knife. Cutting. Ja, brauchen wir jetzt nicht direkt. Medical Goose. Aha. Okay, nehmen wir mit. Können wir brauchen. Wieder Saline. Signal Flare. Eher uninteressant. Can of Beans. Nehmen wir mit. Batch Cheese. Several of Lem. Hm, nee, lass mal da. Toast Stems. With Meat. Okay, Meat in a Can. Besser auf jeden Fall als das Chicken in a Can. Oh, Bird Eggs. Damals wieder. Okay, wir waren hier drin noch nicht. Zu unserem Gunsten jetzt. Eine AR-15 Rifle. Stang Magazin. Könnten wir, glaube ich, sogar haben. Hm, was ist das hier für Munition? Ich glaube, die gehört dazu. Mal gucken. Was ist das hier? Outdoor Adventures haben wir schon. Schade. Hab ein bisschen mehr erhofft. Hier liegt ein Matchbook und ein Zigaretten. Zigaretten sind eher uninteressant für uns. Aber an sich jetzt war das jetzt nicht unbedingt... Moment. Ein Refrigerator. Ah. Ah. Ich habe jetzt hier so gerade... Das Bedürfnis, dass wir hier einziehen. Weil theoretisch ist es nah der Base. Wir haben hier bloß das Problem, es ist ein bisschen zu nah an eher ungeliebten Stellen. Hm. Da werden wir jetzt erstmal ein bisschen scouten müssen, bevor wir da irgendwas in der Richtung machen. Flashlight. Oh, die Flashlight muss ich noch ausmachen. Bird Eggs. Haben wir wieder Scrambled Eggs zur Verfügung. Veggies, Medicine, Shotgun Hull. Mhm. Gut. Activate. So, ist wieder aus. Sind wir nicht gar so auffällig. Hier waren wir doch drin. Oder war das das Nachbarhaus, wo wir durch die... Oha. Ein Zombie halt. Oh, scheiße, wir müssen weg hier.
Ne, das ist überhaupt nicht lustig, ein Zombie halt. Das sind noch härter als Brutes. First Aid. Non-Drowsy-Geschichten. Drowsy. Gothirup. Schnell oder irgendwas Wichtiges klammern. Sehen wir ihn? Nein. Closed Door. Dieses Ding. Weg hier. Hulks sind echt nicht lustig. Weil das Problem ist, die sind noch... Wir haben ja gegen den Brute schon so Probleme gehabt. Und... Der Hulk ist nicht lustiger. Der ist noch stärker. Und auf den kann ich ehrlich gesagt gerne verzichten. Zumindest würde ich den, wenn überhaupt, nur in... Ja, was soll man sagen? Größeren Abständen zu Gesicht bekommen. Weil der lauft durch so ein Minenfeld, ohne mit der Wimper zu zucken durch. Das stört ihn gar nicht. Gut. Gehen hier mal zwischen die Minenfelder durch. Vielleicht können wir hier doch noch etwas abkramen. Okay, lassen wir das Ding hier wieder liegen. Warum geht's hier nicht weiter? Okay. Seth Aston for Dummies. Bright House Monthly. Was ist das? Construction Skill to 1. Bringt uns leider nicht viel. So eine Vogelhäuschen-Geschichte. Okay, der ist zerlegt. Zombie Brute. Gleich Tür schließen. Wir hauen hier ab. Ja, da hören wir schon den Brute, der mosert gerade vor sich hin, dass er Beute gesehen hat. Nicht, dass der jetzt durch die Wand kommt. Also, die Ecke ist mit gutem Grund von mir die größere Zeit gemieden worden. Es ist mir zu gefährlich dort. Eindeutig. So, was ist das hier Feines? Ein Haufen Rocks. Wieso habe ich die... Warum liegen da so viele Rocks rum? Verdammt, falsch eingeordnet. Ah, nee. So eine Sheet. So, hier. Ich glaube, die haben wir mal auf den Gegner geworfen. Gut. Hier noch schräg nach oben. Kommen wir auch zum Ivac-Shelter. So. Das war jetzt mal unser tägliches Abenteuer wieder. Wobei jetzt weniger abenteuerlich als in letzter Zeit. Wir haben wieder ein paar nette Sachen gefunden. Allerdings jetzt nicht ganz so... Ja, soll man sagen, so episch wie die letzten paar Male, wo wir durch die Wand geflogen sind. Alter, das war ja... Das war ja mehr als geil. Okay, Scrambled Eggs. Sollen wir jetzt auch noch ein bisschen was essen? Haben wir jetzt ein bisschen Ruhe. Gut, haben wir sonst noch Getting Items, Bird Eggs, die M240, Damage minus 10. Das musst du mir jetzt erklären. Das musst du mir jetzt ernsthaft erklären. Kriegen der Gegner Heilung, wenn ich ihn abschieße damit? Wie darf ich mir das vorstellen? Okay, lassen wir das Ganze mal. Wir haben auf jeden Fall wieder Nahrungsmittel gefunden. An sich jetzt nicht ungeil. Wir werden jetzt aber ein bisschen was readen. Bright. Birdhouse Monthly. Birdhouse. Ich weiß schon, ich habe mich vorhin verquasselt. Birdhouse Monthly. Dann hier, die droppen wir mal die Rocks. First Aid Kit haben wir auch bekommen. Drop hier. First Aid Kit. Wir könnten noch mal ein paar Vitamine essen, weil just for the case, dass wir nicht mehr ganz so pralle beieinander sind. Irgendwas hockt gerade ziemlich an unserer Stamina. Egal. Lesen wir jetzt mal wieder ein schlaues Büchle. Was nehmen wir? Throwing könnten wir eigentlich mal. Just for the fun. So. Until you learn something. So, Stamina ist wieder in Ordnung. Und wir haben auch gleich den Throwing Level 2. Vielleicht kommen ja da mal ein paar, wie soll man sagen, interessante Rezepte zustande. Aber mal, lassen wir das jetzt mal. So, wann wird er denn müde? Oder wird sie denn müde? Unser Fokus ist ein bisschen arg am Leiden. Gut, hören wir jetzt auf, das reicht.
Nee, das Zaubern lassen wir da. Hier. Wir sind ziemlich durstig und hungrig. Durst können wir das machen. Gegen Hunger auch. So. Sehr schön. Sind wieder fit. Aber noch nicht müde. Etwas, was mich sowieso ein bisschen verwundert, dass die so lange durchhalten kann. Wir sind jetzt schon doch ein bisschen länger unterwegs. Was ich jetzt gerne machen würde, dieser Konjunktiv, wenn ich sozusagen pflege, ist vielleicht nochmal zurückgehen in das Haus. Aber ich bin da so hin und her gerissen. Ich würde auch gleich mal heute wieder ein bisschen hier mal vorbeigucken, weil ich habe ja eigentlich mit euch darüber reden wollen, was dieses Haus hier so interessant für uns macht. Das können wir eigentlich auch gleich machen. Zombie-Schalt, Bruder. Da. Uninteressant. So. Im Notfall nehmen wir es mit. Na, also, nehmen wir den Shopping Cart mit. Just for the case. Exam Vehicle Shopping Cart. Oh, der ist nicht mehr ganz so im guten Zustand. Oh. Oh, oh. Können wir da repair? Nee, gar nichts. Wäre scheiße, wenn wir den verlieren laden. Ah, okay. Gut, dann lassen wir das aber ganz erst einmal so dastehen, wie es so dasteht, weil es so dasteht. Legen wir das alles hier mal einfach auf den Boden. Und nehmen den Shopping Cart mit. Und gehen da mal an das entsprechende Plätzchen ran. Was liegt denn da Feines? Aluminium Can of Lemon Soda. Nehmen wir mal mit. Okay, ich glaube, das Haus ist es, wo es mir drum geht. Gut, der Zombie ist jetzt relativ wurscht. Den kriegen wir gleich gebacken. Na, komm schon her. So. Sehr schön. Das ist wohl ein Wiederauferstandener, weil der nichts anhat. Und zwar nämlich dieses Haus ist für mich persönlich sehr interessant, da es an der Seite einen Pool hat. Zombie Child. Es ist da. Wir könnten eigentlich mal so langsam versuchen, wohlgemerkt mit der Betonung auf versuchen, die Gegend ein bisschen zu clearen. Ich glaube, noch ein Acidic Zombie. Zombie Dog. Zombie Child. Acidic Zombie. Zombie. Ja, wir müssen das Ganze mal ein bisschen vorsichtig genießen. Vorsicht genießen. Das ist der Grund, warum ich das hasse. Armguards. Den normalen Zombie, den Acidic-Zombie kriege ich sofort hin, aber das Zombie-Child kriege ich einfach nicht gebacken. Gut, dann machen wir das relativ einfach. Oh, ich bin wahrscheinlich wieder müde. Was war denn nicht das, was das Problem ist? Die Mossberg. In dein Face. Da wollen wir jetzt nicht lange rumärgern. Rare Item. So. Hier. Damit ihr zwei auch nicht... You were hurt. Stop smashing. Yes, natürlich. Das ist dieser scheiß Acidic Zombie. Wenn man auf den einprügelt, dann lafft der aus. Yeah. Skinny Tie. Base Basketball Shorts. Das sind alles so Glumpsachen, was die tragen. Nichts von Wert. Aber gut, das Haus hier... Das Haus hier ist halt, wie gesagt, für mich von Interesse. Von mehrerer Hinsicht. Der Zombie da kommt jetzt auch mal uns näher. So. Wir sind verdammt langsam. Unsere Stamina hat immense Probleme. Und wir sind ziemlich am Schmerzen. Your left foot hurt. Das mit der Säure hat gar nicht gut getan. Oh, das hat gar nicht gut getan. Aber dasselbe Problem wieder. Es wird nicht besser mit uns. Absolut nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt erst einmal hier wieder zurück in den Shelter und verarzten uns mal entsprechend. Erstmal desinfizieren, was das Zeug hält. Desinfikant. Und zwar nehme ich... Fangen wir mit dem Kopf an. Desinfikant... Gehen wir dann über den Torso weiter. Desinfektionsmittel.
Dann über den Left Arm. Ne, doch hier. Desinfektion. Und über den Right Arm. Gut. Damit ist das Schlimmste schon mal erledigt. Unsere Beine haben schon wieder Probleme. Leg Splint. Den verwenden wir auch gleich. Nicht, dass irgendwas ist. Ich weiß immer noch nicht, wo wir herausfinden, ob das Bein gebrochen ist oder nicht. Muss ich ehrlich sagen. Where? Und zwar your left leg. Running. Mhm. Damit ist schon mal gesplintet. Gibt es hier noch etwas, was wir mit einem First Aid Kit vielleicht hinkriegen könnten? Bandagen, gucken wir mal nach. Head wird es nichts bringen. Unser Torso würde etwas bringen und unseren rechten Arm würde etwas bringen. Nehmen wir lieber mal den Torso. Da bringt es ein bisschen mehr, so wie es aussieht. Gut. Unser Head. Wenig. Cough Syrup. Aspirin. Ja, nehmen wir mal Aspirin. Haben schon Kopfschmerzen genug beieinander. Antifungidrug. Desinfektionsmittel. Cough Syrup. Bag of Bacon. Was macht denn das dann da? Gut, aber wir sind müde. Und probieren mal, ob unsere heilenden Kräfte im Schlaf noch etwas zerbringen. So. Jo. Aber unsere Beine sehen schon wieder aus. Es wird nicht besser mit unseren Beinen. Wir müssen irgendetwas finden, was unsere Beine besser schützt. Vor allem gegen Säure. Wo kann man sich denn die Körperteile ansehen? Das wäre jetzt doch etwas interessanter für mich. Hunger. Hier. Legs. Running Cost plus 15. Swimming Cost. Damage Skill. Dodge Skill. Bla. Das sagt mir aber nichts über den Zustand. Den gesundheitlichen Zustand. Wo kann man das rauslesen, wie es gesundheitlich meinen Körperteilen geht? Das wäre für mich interessant. Ja. Haben wir dasselbe Problem schon wieder? Es wird nicht besser mit uns. Absolut nicht. Haben wir es gerade erst hingekriegt und dann... Meh. Na gut. Na dann. Aber jetzt mal ehrlich. Kann man da nicht irgendwas für die Beine machen? Bandage? Nö. Keine Bandagen. Desinfektionsmittel? Geht auch nicht. Fungi-Drugs wird es wahrscheinlich nicht sein. Das bin ich mir ziemlich sicher. Wir müssen auf jeden Fall irgendeinen effektiven Weg finden, wie wir unsere Beine schützen können. Weil entweder sind es Zombie-Dogs, die uns die Beine aufreißen, oder die Acidic-Zombies, die halt eben mit Säure an unsere Beine rangehen. Es wäre jetzt doch fragwürdig, ob sich vielleicht Schwimmen die Wunden reinigen würde. Würde ich jetzt eher weniger ausprobieren wollen. Aber auf jeden Fall, das lassen wir jetzt mal gut sein für die Folge. Wir sehen uns im nächsten Part in der Hoffnung, dass wenigstens eins unserer Beine wieder funktioniert. Oder in den nächsten Tagen wieder funktionieren wird. Ich werde es noch versuchen herauszufinden, wie wir unsere Beine etwas effektiver schützen können. Gut, wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Fertig, Gott.